So, sehr geehrte Damen und Herren, wir warten noch ein bisschen, bis alle Leute sich verbunden haben. Das dauert immer ein paar Minuten, dass alle reinkommen. Und sobald wir vollständig sind, geht es dann los. Aber ich sehe, es kommen noch Leute dazu. Und deswegen warten wir noch ein paar Sekunden. Ja, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserer ersten Veranstaltung in diesem Jahr, in 2021. Mein Name ist Iris Müller und wir sind hier bei der Veranstaltung Politik in 60 Minuten. China knallhart ist heute unser Thema. Ja, Sie haben es ja im letzten Jahr sicherlich in den Nachrichten verfolgen können. Am 1. Juli 2020 ist ja in Hongkong nach zahlreichen Protesten ein neues sogenanntes Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Kraft getreten. Und seitdem wurden dort zahlreiche Demokratieaktivisten, Regimekritiker, Freiheitskämpfer eingeschüchtert und auch verhaftet. Im Zuge dieses neuen Gesetzes musste auch unsere Stiftung ja ihr Büro am Standort Hongkong schließen, weil wir einfach die Sicherheit unserer Mitarbeiter vor Ort nicht mehr gewährleisten konnten. Wirtschaftlich brummt die Region bekanntlich weiterhin und Mitte November wurde ja auch die größte Freihandelszone der Welt unterzeichnet, die sogenannte RCEP. Regional Comprehensive Economic Partnership zwischen der Volksrepublik China, aber auch zahlreichen anderen Staaten in ASEAN-Staaten und fünf weiteren asiatischen Staaten, Japan, Australien etc., sind alle mit dabei. Und Ende Dezember hat außerdem ja auch die EU-Kommission die Verhandlungen über ein Investitionsabkommen der EU mit der Volksrepublik abgeschlossen. Und ja, Liberale haben dabei immer wieder kritisiert, dass natürlich bei den vielen starken wirtschaftlichen Interessen in der Region oftmals menschenrechtliche Fragen in den Hintergrund geraten. Demnächst wird unsere Stiftung ein neues Büro in der Region eröffnen, nämlich in Taiwan, das wie das frühere Büro in Hongkong sich insbesondere mit Themen wie Innovation, digitaler Projekte, aber auch der offenen Gesellschaft beschäftigen wird. Und Leiterin dieses sogenannten Global Innovation Hubs wird meine Kollegin Anna Marti, die uns heute aus Berlin zugeschaltet ist. Mit ihr sprechen wir jetzt über die aktuellen Entwicklungen in China und der Region. Natürlich sind wie immer dabei Jochen Leyer als Moderator und unser Politikerklärer Sivo Jansen sowie natürlich die Eieruhr. Wir freuen uns, dass heute direkt zu Beginn des Jahres so viele Menschen zuschauen, heute über 100 Leute hier bei uns. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Fragen. Ja, und wenn Sie heute zum ersten Mal bei unserem Format Politik in 60 Minuten dabei sind und es Ihnen gefallen sollte, dann darf ich Sie auch herzlich einladen, unserem Format treu zu bleiben, denn Politik in 60 Minuten senden wir auch in diesem Jahr weiterhin jeden zweiten Dienstag im Monat, jeden zweiten Dienstag, also alle 2 Wochen, immer um 19 Uhr und immer mit ganz anderen Schwerpunkten. In der nächsten Folge, dann am 19. Januar, werden wir sprechen über das Thema, wie junge Menschen heute mit Politik umgehen und was Politik für sie bedeutet. Genau, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen interessanten Abend, übergebe an Jochen Leyer und außerdem noch einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank. Danke. Danke, liebe Iris. Ja, Sehr meine gerne. Damen und Herren, herzlich willkommen und ja, von uns aus auch natürlich ein frohes neues Jahr und ich hoffe mal, dass wir, ups, jetzt ist mir fast vor die Nase gehalten, dass wir das hier nicht mehr ewig brauchen. Wir werden natürlich mit Sicherheit auch auf Corona kommen, weil wenn man über Taiwan redet, kann man ja gar nicht anders, aber wir wollen nicht nur eine reine Corona-Veranstaltung machen. Also insofern keine Angst. Ja, und was natürlich auch wieder mit dabei sein muss, das ist ja völlig klar, ist hier unser Maskottchen, der Smürrebrot-Koch, den ich jetzt wieder auf 60 Minuten stelle. Und am Ende wird er Sibo Jansen wieder ausbremsen. Ja, da kenne ich kein Pardon, das ist halt mal so, ne? Sie wissen ja, ich bin Ist viel mehr Lehrer als und ich. in der Schule ist das ja nun auch so. Es kann so interessant sein, wie es will. Wenn der Gong kommt, zack, Ende aus, dann wird aufgestanden. Gut, ja, ich darf Sie nochmal darauf hinweisen, Iris hat das schon getan. Nutzen Sie fleißig das F&A-Tool für Ihre Fragen. Die erscheinen dann schriftlich bei mir. Schreiben Sie einfach ein M davor, wenn Sie die Anna Marti oder Entschuldigung, ein A davor, wenn Sie die Anna Marti fragen wollen, beziehungsweise ein S davor, wenn Sie den Sivo Jansen fragen wollen. Ich lese dann die Fragen vor. Sie können die anonym oder mit Namen oder mit Nickname, wie auch immer. Ich stelle die dann und lese sie Ihnen
lese die Fragen dann in Ihrem Namen vor. Ja, wir haben ja diesmal Taiwan als Thema und jetzt ist das natürlich der Anna Marti sehr geläufig, weil sie ja in ein paar Wochen da sein wird. Aber man muss ja mal sagen, das ist nicht allen so geläufig. Deswegen zeige ich jetzt einfach mal diese Karte und da sieht man ein riesiges China und eine ganz kleine Insel, nämlich Taiwan. Und ja, darüber reden wir heute. Sicherlich auch über dieses ja, nicht immer leichtes, das ist ja nicht immer ein leichtes Verhältnis. Und wir würden ganz gerne mal am Anfang eine Umfrage starten. Und da würde ich die Maria im Hintergrund bitten, dass die erste Umfrage gestartet wird. Es geht nämlich heute erstmal um Ihre eigene Einschätzung. Und das gibt uns ja auch so ein bisschen eine Idee davon. Ihre eigene Einschätzung ist gefragt. Von Taiwan weiß ich viel, mittel, wenig. Oder Enthaltung, weiß nicht. Sie stimmen einfach ab und sagen uns dann auch damit, ja, wie weit wir schon Vorwissen voraussetzen können oder dass wir so ein bisschen basic-mäßig bleiben und so weiter. Gut, aber in der Zwischenzeit würde ich gerne mal die Anna fragen. Ja, du bist demnächst designierte Leiterin des Global Innovation Hub. Das hat ja Iris eben schon gesagt. Aber jetzt muss ich erst mal fragen, Global Innovation Hub, also global und Innovation, das können wir uns ja noch irgendwie vorstellen. Aber Hub, da geht's schon los. Was ist das denn? Ja, hallo auch erstmal nochmal von mir. Witzig, dass du sagst, dass du dir unter Global und Innovation was vorstellen kannst, unter Hub aber nicht, weil ich persönlich mich mit Innovation fast ein bisschen schwerer tue. Das ist ja so ein Allerweltsbegriff. Also Hub ist, glaube ich, fancy oder modern für so ein Ort, ein Büro, wo Expertise gebündelt werden soll, wo man sich dezidiert mit einem Thema beschäftigt. Denn sonst bei uns in der Stiftung, für alle Leute, die vielleicht zum ersten Mal was mit der Naumann-Stiftung zu tun haben heute, wir haben sonst ganz viele Projektbüros in den verschiedenen Ländern und die arbeiten dann eben in den Ländern und zu den Ländern. Und die Hubs, da gibt es mehrere, nicht nur meinen, die arbeiten eben zu Themen. Und da habe ich schon gesagt, globale Innovation und Digitalisierung, das sind so ein bisschen so die Oberthemen. Wichtig ist dabei, wir sind eine liberale politische Stiftung. Das heißt, wir betrachten das Ganze auch aus der sozusagen durch die Linse des Themas Demokratieförderung. Weil Innovation und Digitalisierung gibt es beispielsweise ja auch im Bereich der Buchhaltung. Und das ist jetzt also wirklich nicht das, womit wir uns beschäftigen. Zumindest nicht freiwillig. Jetzt haben wir auch das Umfrageergebnis. Ja, also viel wissen darüber 8%, Mittel sagen 39%, wenig 52%, Enthaltung 1%. Gut, also das ist eine sehr wichtige Auskunft für uns. Ja, und wir werden dann immer mal wieder auch erklären. Das finde ich ganz wichtig. Sie merken, da kommt der Lehrer in mir hoch. Der Pädagoge sozusagen. Gut, aber Anna, was ich dich auch fragen möchte, das ist quasi eine Frage, die sich anschließt an Ihre an das, was Sie eben ausgefüllt haben, an die Umfrage. Taiwan, was hat es damit auf sich? Was ist das eigentlich für ein Land? Kannst du uns das mal kurz bitte vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, deine erste Frage, Taiwan, was ist das für ein Land? Da wird es auch gleich schon mal ein bisschen schwierig, weil bei dem Wort Land. Taiwan bezeichnet erstmal eine Insel vor dem chinesischen Festland. Du hast es ja eben schon gezeigt. China sieht so ein bisschen aus wie so ein Huhn und Taiwan so ein bisschen wie eine Süßkartoffel, die da so am Bauch sich beschäftigt. Okay. Genau. Die Insel, Süßkartoffel, ne? Hunger, Abendessenszeit. Die Insel hatte auch schon ein paar andere Namen. Die hieß mal Ilha Formosa, so haben die Portugiesen sie genannt, als sie da zum ersten Mal aufgetaucht sind. Dann waren die Holländer mal da, die Spanier waren mal da, die Japaner waren mal da und zwischendrin auch mal die Chinesen. Deswegen ist Taiwan, so wie wir es heute benutzen, nicht nur die Bezeichnung für die Insel, also die Süßkartoffel, sondern auch als Synonym für den Staat, der sich da gerade befindet. Denn offiziell heißt dieser Staat eigentlich Republik China. Der Name wird aber wenig verwendet, insbesondere in Deutschland, weil die meisten Länder der Welt die Republik China nicht mehr als Staat anerkennen. Und das ist ein bisschen merkwürdig, denn jetzt klaue ich, glaube ich, Sibo einen Teil seiner Rede, aber Politikwissenschaftler definieren ja eigentlich, was braucht man für einen Staat? Man braucht ein Staatsgebiet, man braucht ein Staatsvolk, man braucht Staatsgewalt. Und alle drei Dinge sind... Bitte? Georg Jelinek, Drei-Elementen-Lehre.
Genau. Was immer das auch ist. Politikwissenschaft, ich glaube erstes oder drittes Semester. So, und alle diese drei Dinge hat Taiwan eigentlich, aber das große China auf dem Festland nebenan ist eben die Volksrepublik und da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Denn die Volksrepublik gibt es erst seit 1949. Da war vorher ein Bürgerkrieg, die Kommunisten gegen die alte Garde, die Republikaner. Und Mao Zedong hat gewonnen. 1949 hat er dann die Volksrepublik in Peking ausgerufen. Und die alten Eliten sind geflohen nach Taiwan und haben dann verkündet, dass die Republik China, die also vorher schon existierte, auf Taiwan weiterhin besteht. Und da kann man sich natürlich fragen, wieso gibt es nicht einfach zwei Chinas? Es gibt ja auch Nord- und Südkorea. Der Grund dafür ist, dass es eine sogenannte One-China-Policy gibt. Und das bedeutet, dass beide Chinas sagen, wir sind das echte China und das andere, das sind die Abtrünnigen. Und das bedeutet weiterhin, dass man nur mit einem der beiden Staaten diplomatische Beziehungen erhalten kann. Und ganz am Anfang haben gerade die westlichen Mächte die Republik China anerkannt. Weil, ne, 50er Jahre, 60er Jahre, Kommunismus, und das hat sich dann aber gewendet in den 70er Jahren und da wurde auch in der Volksrepublik, ich glaube, da gab es eine Resolution, ich glaube, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann das war, 71 oder 73, und da wurde die Anerkennung gewechselt und da wurde definiert, China in den Vereinten Nationen, das ist jetzt die Volksrepublik und nicht mehr die Republik China. Und seitdem ist Taiwan oder die Republik China draußen, so wie die Volksrepublik das vorher war. Und weil Deutschland auch die Republik China nicht anerkennt, wird hier immer von Taiwan gesprochen. Okay. Ja, Sibu Jansen, bevor ich jetzt zur Frage komme, muss ich vielleicht erstmal erklären, was bei dir im Hintergrund ist. Das ist nicht etwa Taipeh, die Hauptstadt. Da hätten wir wahrscheinlich ganz moderne, riesige Wolkenkratzer. Und sondern das ist passend zum Thema, naja, nicht ganz Stettin. Ja, okay, so ist es halt. Da wäre ich dieses Jahr gerne hingefahren, aber wegen Corona ging das nicht. Also habe ich das Foto vom vorigen Jahr genommen. Sibu, Frage an dich. Zeit zur Wiedervereinigung Republik China mit der Volksrepublik China? Oder wie man früher in den 60ern sagte, mit Rot-China? Das sagt heute kein Mensch mehr. Oder Unabhängigkeitserklärung? Oder lieber alles so lassen, wie es ist? Also eine Wiedervereinigung steht wohl nicht an. Was wäre denn auch der Preis vor allen Dingen für Taiwan? Taiwan hätte dem mächtigen China sowohl politisch als auch ökonomisch natürlich relativ wenig entgegenzusetzen. Das wären die Bedingungen Chinas, die da formuliert würden. Ich persönlich denke, dass wir auf dem Status quo bleiben. Das heißt, es wird sich erstmal über lange Zeit nichts ändern. Wir haben die Ein-China-Politik und man wird inoffizielle Beziehungen mit Taiwan haben, aber eben keine offiziellen Beziehungen. Das war ja ganz interessant, wenn man nochmal kurz auf Donald Trump, der ist ja schon fast durch, aber oder vielleicht auch nicht, werden wir sehen, aber eine seiner ersten Amtshandlungen war ja, dass er damals in Taiwan angerufen hat und mehr oder weniger gesagt hat, er würde jetzt diplomatische Beziehungen mit Taiwan regulär aufnehmen, was die Chinesen natürlich aus ihrer Sicht zu Recht erstmal empört hat. Er hat das dann nicht weiter verfolgt. Also es ist nicht sozusagen wirklich ein festes Moment raus geworden. Aber was schon interessant war, war natürlich, dass die Chinesen dann sich in Aufregung befunden haben und da auch ein Bruch natürlich mit dieser klassischen Ein-China-Politik gesehen haben. Deshalb denke ich, dass bei allen Problemen, und das werden wir noch diskutieren, die wir mit China haben und vielleicht auch noch bekommen werden, an dieser Politik erstmal festgehalten wird, weil China ist einfach politisch und ökonomisch mittlerweile zu wichtig, als dass man es übergehen könnte, als dass man im Grunde Taiwan einseitig anerkennen könnte. Anna, wie siehst du das? Zeit für Wiedervereinigung oder Unabhängigkeit oder alles so lassen, wie es ist? Die Frage kommt darauf an, wen du fragst. Wenn du Xi Jinping fragst, der hat Anfang 2019 ganz deutlich gesagt, so, es wird jetzt Zeit, dass wir uns jetzt bald mal wieder vereinigen. Und dann hat er gesagt, aber natürlich, ne, gerne und friedlich. Hat aber in zwei Sätze später auch gesagt, naja, also wenn die das nicht freiwillig machen, dann behalten wir uns explizit auch vor, Gewalt anzuwenden. Er hat ihnen was versprochen, dass man sich wieder vereinigen könne unter ein Land, zwei Systeme. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auf Taiwan nicht unbedingt mit Begeisterung aufgenommen wurde. Tsai Ing-wen, das ist die Präsidentin, hat sehr deutlich geantwortet und hat eben gesagt, können wir uns nicht vorstellen, sowas werden wir nie annehmen. Und das kann man ihnen nicht verübeln, wenn wir mal gucken, was jetzt so dann passiert ist in Hongkong. Hm. Das wurde ja auch immer gesagt, ein Land, zwei Systeme, ihr habt alle Autonomie der Welt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also da hat er sich so, um dieses Angebot weiterzutragen, hat er sich ein bisschen in den Fuß geschossen, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Und ja, auch die Zeichen der Zeit auf taiwanischer Seite gehen in eine ganz andere Richtung. Da bildet sich eher ein taiwanischer Nationalismus und Nationalgefühl heraus. Und so es stirbt so ein bisschen aus, dass man sich zurückzählt nach, naja, aber auf dem Festland und die Verwandten und was man da so hatte. Also jetzt von daher. Ein Zuschauer den Hinweis gegeben, das stimmt natürlich, das Vokabular Wiedervereinigung, da nehmen wir ja quasi schon ein chinesische Vokabel auf, weil Taiwan war ja nie Teil der Volksrepublik. Also man kann nicht unbedingt von Wiedervereinigung sprechen. Reden wir von Vereinigung halt, würde ich sagen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ja. Simo, vielleicht auch Anschluss. Simo, ich würde dich gerne fragen, wenn es um Menschenrechte geht, sind wir da zu nachlässig? Sind wir vielleicht gegenüber China zu naiv? Wer sind wir? Das ist natürlich die Frage, die man zurückstellen. Meinst du jetzt Deutschland, die EU, der Westen als Ganzes? Ja, das ist natürlich eine wirklich schwierige Frage. Und mein Punkt ist ja immer, dass ich sage, man müsste sehr viel intensiver auf die Menschenrechtsverletzungen, die China dort begeht, gerade auch im innerchinesischen Raum. Ich nenne mal als Beispiel die Uiguren, aber auch diese Totalüberwachung der Bevölkerung. Da müsste man viel intensiver darauf hinweisen. Da müsste man meines Erachtens auch mehr und mehr Nachdruck von Seiten der EU, aber auch von Seiten der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist einer der wichtigsten Handelspartner Chinas, sicherlich Druck machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das große Problem ist, wie das immer so ist, die Chinesen sind mittlerweile ökonomisch so stark, so groß, und wir sind bis zu einem gewissen Grad auch ökonomisch abhängig von ihnen, dass natürlich die Wirtschaftsinteressen sehr massiv sozusagen dagegen sprechen, dass man wirklich einen Konflikt dort eingeht. Und das ist ein bisschen die Dramatik, die dahinter steckt. Eigentlich wäre es an der Zeit und wäre es bitter notwendig, dass man den Chinesen auch mal ein klares Zeichen gibt, bis hierhin und nicht weiter, was eben genau diese Menschenrechtsverletzung, was diesen Überwachungsstaat angeht. Aber nichts passiert, weil wir letztendlich ein Stück weit natürlich die ökonomischen Interessen haben. Frau Merkel sagt zwar immer, und wahrscheinlich tut sie das auch, das glaube ich, dass sie die Menschenrechte immer anspricht. Aber gut, sie kann die Menschenrechte ansprechen. Das ist aber dann auch so, als ob sie weiß ich nicht, mit irgendjemandem darüber spricht. Das heißt also, es hat kaum eine Auswirkung. Und so gesehen ist das eine schwierige Gratwanderung. Ich persönlich wäre dafür, dass man stärker interveniert politisch, dass man das deutlicher macht, gleichzeitig aber sozusagen ist mir auch klar, dass wir in einer schwierigen Situation sind. Anna, ich möchte direkt eine Zuschauerin-Frage an dich weitergeben. Und zwar wird gefragt, warum hat die Volksrepublik China nicht schon längst Taiwan einfach in Anführungszeichen besiegt? China könnte das doch in einer Stunde machen. Warum haben sie das bisher nicht gemacht? Da gibt es gute Gründe für. Also erstens, ich glaube, eine Stunde würde nicht ausreichen. Zweitens gibt es ja noch die Amerikaner. Die haben in den 60ern, gab es da mal sowas, was so ähnlich war wie so ein Schutzabkommen. Das wurde nach und nach so zurückgefahren, so dass es nicht mehr so ist, dass die USA wie bei der NATO einen Angriff auf Taiwan als Angriff auf das eigene Territorium sehen würde. Das ist also nicht mehr so. Aber dennoch ist es ja schon so, dass gerade die Amerikaner unter Freedom of Navigation mit ihren Kriegsschiffen regelmäßig durch die Taiwanstraße fahren. Jedes Mal sind die Chinesen stinkesauer. Und das machen die natürlich nicht nur, weil die üben wollen, wie sich es da so durchfährt, sondern es ist auch als ein Zeichen zu verstehen, dass Amerika da ein Auge drauf hat und dass sie das nicht einfach so akzeptieren werden. Und das spricht auch dafür, dass jetzt gerade auch unter Donald Trump, aber auch schon vorher, auch sehr viel und modernes Rüstungskriegsgerät an Taiwan verkauft wird. Das heißt, es ist also nicht so, dass irgendwie Taiwan da sitzt mit irgendwie drei Mistgabeln und irgendwie Zwillen. Und die Chinesen ihre hochgerüstete Armee haben. Also das wäre schon, glaube ich, insgesamt ein schwierigeres Unterfangen, das eine. Das zweite ist, die Taiwaner, die üben auch die ganze Zeit. Also Kriegsdienst ist lange, wenn man in Taiwan eingezogen wird. Und die sind gut geübt, die machen auch die ganze Zeit diese Flüge. Und das dritte ist noch, was noch natürlich dazu kommt, ist Krieg anfangen ist auch immer ein Spiel mit dem Feuer. Also da gibt es leider negative Beispiele. Ich denke da an die Krim, wo Herr Putin sich da was einverleibt hat, wenn ich das jetzt mal so direkt formuliere, und alle gesagt haben, oh, das ist aber nicht gut, und dann ist nichts, de facto nichts weiter passiert.
Aber da die Gemengelage mit Taiwan ist eben da schon nochmal eine andere. Und es wäre, ist ein zu großes Risiko, würde ich sagen. Die Frage ist immer, was kann man gewinnen? Ne? Gebiets zu gewinnen, das ist ja das eine. Aber auch international, was setzt man da aufs Spiel? Und ich glaube, da war einfach die Rechnung bis jetzt zum Glück noch nicht so, dass sich das gelohnt hätte. Weißt du, wie viele Angehörige die taiwanesische Armee hat? Das weiß ich nicht auswendig, nee. Also Taiwan hat 23 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner. Kann ich aber kurz nachgucken. In der Schule würde ich jetzt sagen, so, guck das doch mal bis nächste Stunde nach oder so, was man halt gerne macht. Gut, Sibu, an dich die Frage von Dr. Burkhard Feigl. Warum sollten wir, also Deutschland, selbstbestimmt nicht Freunde, nämlich Taiwan, haben und auf der anderen Seite Handelspartner, nämlich die Volksrepublik China? Oder er sagt sogar Rot-China, ja, Ausrufezeichen. Ja gut, Rot-China, ob China tatsächlich noch kommunistisch ist, da kann man natürlich auch lange drüber diskutieren, gerade was die Wirtschaftsordnung angeht. Also ich sehe das eher als in vielerlei Hinsicht als ein turbokapitalistisches Land an, wo wir im Grunde nur noch die Ideologie als Überbau haben, wo das aber nicht mehr wirklich ein Stück weit in der realen Politik eine Rolle spielt. Also das kann man lange drüber diskutieren. Natürlich, Handelspartner ja, aber Handelspartner sind meines Erachtens auch an Voraussetzungen gebunden. Und Voraussetzungen für Handelspartner ist eben auch, dass wir als EU, dass wir auch als Bundesrepublik darauf drängen, dass eben Menschenrechte eingehalten werden, dass Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird, dass bestimmte Formen der Demokratie eingehalten werden. Das ist natürlich nicht immer einfach, das wissen wir in Zusammenarbeit auch mit vielen Entwicklungsländern. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Kurs, an dem wir festhalten sollten, dass wir sagen, auch unsere Handelspartner sind an bestimmte Grundpositionen, Grundwerte gebunden. Und deshalb ist es meines Erachtens auch wichtig, dass die EU geschlossen auftritt in dieser Frage, weil natürlich ein Markt von 450 Millionen Menschen nochmal einen ganz anderen Eindruck und auch einen ganz anderen Einfluss auf solche Systeme hat, als die Bundesrepublik mit ihren, ich sage mal grob weg, 82 Millionen. Deshalb wäre es wichtig, dass natürlich gerade in der Außenpolitik die EU auch eine eigenständige gemeinsame Strategie entwickelt und nicht jedes Land versucht sozusagen seine eigene Position zu vertreten, was China natürlich dann in bestimmten Situationen auch Einfallstore in die EU hinein öffnet. Ich erinnere mal daran, dass in Griechenland zum Beispiel Häfen während der Wirtschaftskrise an China verkauft worden sind, dass mit dieser neuen Seidenstraße, die dort geplant wird, Italien, aber auch Osteuropa, Ungarn vor allen Dingen, sehr massiv unter den Einfluss Chinas geraten würden. Das heißt also, es wäre dringend an der Zeit, dass die EU eine gemeinsame Position in Bezug auf China entwickelt, aber das ist wie in so vielen Fragen leider noch in weiter Ferne. Anna, an dich würde ich gerne die Frage von Wilhelm Taure weitergeben. Kann man denn von Taiwan in die Volksrepublik einreisen? Gibt es Warenaustausch zwischen den beiden Chinas? Ja, sehr gerne. Ich habe nebenher für Sibo eben noch mal kurz nachgeguckt, nur bei Wikipedia, Disclaimer. 300.000 aktive Soldaten und 1,7 Millionen Reservisten. Oh, das ist eine ganze Menge. Danke. Ja. Gerne, zuvorher. Stichwort Bildungsauftrag. Aber jetzt zur Frage. Kann man von Taiwan in die Volksrepublik einreisen und umgekehrt? Wenn nicht Corona ist, dann ja. Das gibt einen sehr regen Austausch, auch gerade was Investitionen angeht. Also da gibt's viel. Das ist jetzt alles aber wegen Corona ziemlich zum Erliegen gekommen, aus Sicherheitsgründen, also was die Viruslage angeht. Und man erkennt auch eine Fluktuation, nenne ich das jetzt mal, je nachdem, wer gerade in Taiwan an der Macht ist. Da gibt es zwei Parteien, die Kuomintang, das sind die, die damals aus Peking geflohen sind, so die Nachfolgepartei, die ist eher pro Peking orientiert und kann sich engere Verbindungen vorstellen. Und dann gibt es die DPP, die gerade aktuell an der Macht ist und die stärker auf eine irgendwie geartete Unabhängigkeit sich so tendenziell hin ausrichtet. Und immer, wenn der Präsident oder die Präsidentin von der Kuomintang ist, dann sind die Beziehungen besser und dann gibt es mehr Austausch, dann ist es leichter, von A nach B zu reisen. Leute aus der Volksrepublik reisen auch sehr gerne nach Taiwan. Das ist sehr angenehm. Man spricht die gleiche Sprache, man hat die schönen Berge, so ähnlich wie bei uns in der Schweiz. Weil man sieht andere Dinge. Aber ja, gerade ist Corona plus DPP, also ist das Ganze gerade ein bisschen weniger.
Das ist ein bisschen viel. Okay. Ja, jetzt sind wir ja quasi schon beim Thema Wirtschaft mit der Frage nach dem Warenhandel. Und da würde ich gerne mal die Maria bitten, die zweite Umfrage einzuspielen, die wir gleich vorlesen. Aber vorher doch noch die Frage an Sibo Jansen. Es wird ja immer wieder gesagt, es sollte doch eine Eindämmungspolitik gegenüber China geben. Aber wie damals gegenüber der Sowjetunion sollte jetzt auch China eingedämmt werden. Und du hast ja auch gesagt, man soll durchaus auch mal Flagge zeigen als Europäer. Ist das überhaupt realistisch? Da müsstest du jetzt einen Realisten fragen, einen Vertreter der realistischen Theorie in der Politikwissenschaft, zu der ich nun nicht gehöre. Aber ich sage mal so, realistisch ist eigentlich das, was man selber sich zutraut. Das heißt also, wenn wir als Europäische Union uns auf eine gemeinsame Außenpolitik einigen würden und China eben sozusagen als auch einen wesentlichen Bestandteil dieser gemeinsamen Außenpolitik begreifen würden, und zwar sowohl ökonomisch als auch eben Außenhandelspolitik als auch politisch, dann wäre da natürlich eine Möglichkeit gegeben. Ich sehe im Moment leider eben diese interne Zusammenarbeit in der EU in Bezug auf die Außenpolitik nicht. Und deshalb wäre es meines Erachtens wichtig, dass wir das machen. Deutschland alleine ist zwar ein wichtiger Partner, aber nochmal, Deutschland hat natürlich weniger Gewicht im globalen Kontext als die EU im Gesamtkontext. Und deshalb würde ich sagen, ja, man könnte etwas machen. Es ist nicht unrealistisch, aber man muss da halt den Willen dazu haben. Realistisch ist das im Grunde, was sozusagen auch dem eigenen Willen entspricht. Bevor die Maria die zweite Umfrage einspielt, würde ich gerne, obwohl jetzt nehmen wir doch die Umfrage, also Anna, noch einen kleinen Moment. Was glauben Sie, ist China eher Partner, eher Wettbewerber oder eher Rivale oder alles zusammen? Hier dürfen Sie jetzt mehrfach abstimmen, also Sie dürfen durchaus mehrere Sie haben durchaus mehrere Wahlmöglichkeiten und dürfen die ankreuzen. Und in der Zwischenzeit, Anna, stelle ich mal die Frage von Tim Deventer an dich. Inwiefern spielen natürliche Ressourcen bei der Beziehung, Wirtschaftsbeziehung zwischen, der ist die Frage, zwischen USA und Taiwan, also nicht jetzt zwischen den beiden Chinas, sondern zwischen den USA, und Taiwan eine Rolle? Ich überlege gerade, also Taiwans Hauptexportartikel, das sind keine Rohmaterialien, sondern das sind vor allem IT-Dienstleistungen. Taiwan ist der Führer im Bereich der Chip-Herstellung. Taiwan ist energietechnisch, gewinnen die viele Energie aus den aus Atomstrom. Das heißt, Kohlelieferung oder sowas dürfte da eigentlich auch nicht so sehr nicht so relevant sein. Was ich glaube, also ich habe die Handelsstatistiken zwischen den USA und Taiwan nicht im Kopf, das kann ich auch gleich gerne nochmal angucken, aber das ist nicht so ein klassischer Austausch, dass man sagt, der eine exportiert Rohstoffe, der andere exportiert Waren und Dienstleistungen, oder der eine hat eine Industrie, die abhängig ist von den Rohstoffen von dem anderen. So ist diese Beziehung da nicht, sondern das ist schon auch sehr historisch gewachsen, ideologisch, Stichwort irgendwie nochmal Kalter Krieg, dass da diese engen Beziehungen gibt. Das hängt, wirtschaftliche Zusammenhänge sind hier zweitrangig. Okay. Ich möchte auch nochmal eingehen auf diesen, was heißt nochmal, also überhaupt eingehen, aber da kommen schon, ich wollte auf Wandel und Handel eingehen, Wandel durch Handel, aber da kommen jetzt die Ergebnisse der Umfrage. Was glauben Sie, ist China eher Partner, eher Wettbewerber oder eher Rivale oder alles zusammen? Und wie gesagt, durften Sie mehrfach abstimmen, Partner sagen 34%, aber Wettbewerber, vor allem in der Wirtschaft, sagen 76% und Rivale 75%. Also ist Partner doch deutlich geringer, wird China als Partner angesehen. Gut, zu diesem Spruch Wandel durch Handel, Sibo Jansen, den gibt es ja nun seit den 80er Jahren und wir haben schon in Bezug auf die Menschenrechte von einer gewissen Naivität geredet. War vielleicht der Westen, Europa, Deutschland zu naiv, an diesen schönen Reim zu glauben, Wandel durch Handel? Also wir können das, denke ich, abschließend noch nicht sagen. Ich halte es für wichtig, bei aller Kritik, die man an China haben kann, bei aller Kritik, die man an Russland haben kann und muss,
dass wir im Gespräch bleiben. Es hilft uns nichts, wenn wir zwei Großmächte, China natürlich eine reale Großmacht, Russland in vielerlei Hinsicht, wenn man mal von den Atomwaffen absieht, nur noch eine imaginierte Großmacht, wenn man überhaupt nicht mehr mit denen diskutiert, wenn man überhaupt nicht mehr im Gespräch mit denen bleibt, aus einem simplen Grund, weil für die Probleme, die wir weltweit zu lösen haben, brauchen wir diese Staaten. Sowohl was den Klimawandel angeht, was auch die Bekämpfung des internationalen Terrorismus angeht, was auch eine globale Handelsordnung angeht, was auch eine globale politische Ordnung angeht. Und wir haben sehr erfolgreich in den 80er Jahren gesehen, dass diese Idee von Wandel durch Annäherung in den 70er, 80er Jahren in der sozialliberalen Koalition durchaus dazu beigetragen hat, dass natürlich mit einer Zeitverzögerung, aber doch am Ende mit, nicht alleine, aber mit kommunistischen Diktaturen zusammengebrochen sind. Und so gesehen halte ich diesen Dialog auch für notwendig. Aber man muss meines Erachtens, das betone ich nochmal, stärker als bisher eben auch die kritischen Fragen ansprechen. Es bringt nichts, wenn wir leise treten. Weil das sehen im Grunde Länder wie Russland, das sehen Länder wie China nur als Bestätigung ihrer Politik an. Wir müssen da deutlicher auftreten. Und meine Einschätzung ist, dass ein deutliches Auftreten eben nicht zu einer Belastung der Beziehungen nachhaltig führt, sondern dass im Grunde das sogar zu einem gewissen Grad Eindruck macht, weil sie dann sehen, dass sie es mit gleichwertigen Partnern zu tun haben. Wenn wir immer wegducken, dann wird das als Freifahrtschein angesehen. Und deshalb würde ich plädieren, klare Kante, aber eben den Dialog nicht abreißen lassen. Anna, an dich gibt es eine konkrete Frage. Vielleicht weißt du was darüber. Gibt es Investitionen von der Volksrepublik China in Taiwan? Es gibt auf jeden Fall, Unternehmen mit Verbindungen in die Volksrepublik. Es müsste ja in beide Richtungen gehen. Also wenn Taiwan in der Volksrepublik investieren darf, dann gilt das sicherlich auch in die andere Richtung. Es ist aber de facto auch so, dass Unternehmen mit chinesischer Beteiligung in Taiwan sehr kritisch gesehen werden. Also zum Beispiel Huawei, was ja hier rauf und runter diskutiert wird, ist in Taiwan ausgeschlossen von 5G. Oh ja. Und jetzt, im Oktober war das, hat Taobao, hängt an Alibaba, also ein bisschen so Amazon/eBay in der chinesischen Variante. Diese Plattform wird jetzt in Taiwan oder mit Taiwan nicht mehr betrieben, weil es da eben insbesondere Druck gab seitens der Regulierung, dass man da nicht, dass es da Beschwerden gab und da die Regelungen nicht eingehalten werden konnten. Mhm. Also in diese Richtung ist es deutlich komplizierter, aber es ist möglich. Und dann stellt Dr. Rode die Frage, ist es nicht strategisch vernünftig von China, Europa aufzukaufen? Denn wenn man die osteuropäischen Staaten mit finanziellen Sanktionen unter Druck setzt, holen die sich chinesische Investoren. Joe Biden wird Europa nicht retten, sonst wird er schnell in die Defensive geraten, oder Sibo Janssen? Ja, natürlich ist das für China ein taktisch kluger Zug, um sich Einflusssphären innerhalb der Europäischen Union zu schaffen und ein Stück weit auch die Europäische Union zu spalten, wie Russland das ja auf seine Art auch versucht. Die Chinesen machen es vor allem ökonomisch, die Russen versuchen es politisch, indem sie halt rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien unterstützen. Beides ist leider, das muss man sagen, erfolgreich. Auf der anderen Seite, der zweite Teil der Frage, ich denke, die EU muss ihre Werte schon ernst nehmen und das bedeutet auch, sie muss sie auch im Inneren ernst nehmen und es kann nicht sein, dass bestimmte Länder, das sind vor allen Dingen natürlich im Moment zwei, Polen und Ungarn, permanent eben Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Meinungsfreiheit etc. in Frage stellen innerhalb der Europäischen Union, sondern es ist schon notwendig, dass die EU da auch entsprechend reagiert. Weil wenn wir nach außen mit dieser starken Menschenrechtspolitik, mit dieser starken Grundrechtspolitik argumentieren wollen, dann müssen wir natürlich auch im Inneren dafür sorgen, dass diese Politik stattfindet und dass wir sie auch selber einhalten. Und deshalb sehe ich da also durchaus eine Notwendigkeit. Aber China macht das sehr geschickt. Sie versuchen ja eben jetzt nicht sozusagen in erster Linie Polen und Ungarn anzugehen, Ungarn bis zu einem gewissen Grad da haben die Russen aber auch Interessen, sondern sie versuchen die ökonomisch schwächeren Staaten, Italien, Griechenland, Spanien etc., versuchen sie mehr oder weniger aufzukaufen. Und das ist natürlich strategisch sehr geschickt. Und diese neue Seidenstraße, die ja immer sozusagen als ein Versuch
von China verkauft wird, um die klassischen Beziehungen wiederherzustellen, die Handelsbeziehungen, ist natürlich faktisch nichts anderes als der Versuch, Einfluss in der Europäischen Union zu gewinnen. Und deshalb sollte man auch diesbezüglich sehr skeptisch sein, weil es im Grunde darum geht, die Europäische Union eben ökonomisch zu spalten. Ja, noch ein Satz zu Joe Biden. Nein, wir haben das schon unter Barack Obama gesehen. Die USA werden natürlich sich verstärkt auf Asien konzentrieren. Die Europäer, die Europäische Union muss ihren eigenen Weg in der Welt finden. Und das bedeutet für mich eben auch und klar und nachhaltig, was ich schon gesagt habe, dass sie eine eigene Sicherheitsstrategie braucht, eine eigene außenpolitische Strategie braucht. Die USA werden uns das nicht mehr mehr oder weniger servieren. Aber hier passt ein Einwand eines Zuschauers, der meinte, hatte Trump nicht doch recht? Mit was? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Mit was hatte er recht? Also er hat meines Erachtens diesen Handelskrieg, den er mit China begonnen hat, sehr unklug begonnen. Erst hat er im Grunde so eine Art Umarmungspolitik versucht. Als er gemerkt hat, das funktioniert nicht, ist er im Grunde auf die komplett andere Seite gegangen, wie das bei Trump immer so war. Es war im Grunde keine Linie feststellbar. Und so gesehen kann ich nicht sehen, dass Trump irgendwie eine kohärente Außenpolitik, China-Politik, wie auch immer man das nennen will, betrieben hat, sondern für mich ist das im Grunde wie seine ganze Präsidentschaft ein einziges Chaos, im günstigsten Fall. Anna, an dich die Frage. Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln fragt, ob mittlerweile die deutsche Wirtschaft nicht zu abhängig von China ist, mit Blick auf wichtige deutsche Großunternehmen, die einen Anteil ihrer globalen Umsätze von 20% oder mehr mit China machen. Sollte man nicht vielleicht auch mehr auf den Standort Deutschland schauen, wo nur 3% des globalen Umsatzes gemacht werden? Ja, das ist eine interessante Frage, die ganz häufig vorkommt und die auch in Zeitungen und auch in solchen Diskussionen, dann ist häufig dann so ein bisschen so ein Totschlagargument von den Menschen, die sagen, naja, aber wir machen ja irgendwie unser Geld in China und da dürfen wir nicht so und da müssen wir doch mal schauen. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel, den kann man googeln, von Frau Professor Christine Kupfer-Schill, wo sie sich genau damit auseinandersetzt. Wie sehr ist denn jetzt eigentlich die deutsche Wirtschaft abhängig von der chinesischen und umgekehrt? Und so jetzt ganz kurz zusammengefasst, ja, das tut auf jeden Fall weh, wenn man miteinander im Clinch liegt. Aber der Punkt ist, erstens, es tut beiden Seiten weh, ja, und beiden Seiten ähnlich doll. Und zum einen und zum anderen hat gerade Deutschland ja auch Alternativen mit der EU. Es ist ja nicht so, dass man nur mit China Handel treibt und nicht mit anderen Ländern auch. Das stimmt, dass Deutschland gerade oder deutsche Industrien, ich denke da insbesondere an die Autoindustrie, natürlich sehr eng mit China verflochten sind und dass es sicherlich ein Zweig ist, der dann stärker leiden würde. Aber wenn man das global betrachtet, wie das jetzt vielleicht eine Frau Merkel machen würde oder ein anderer Bundespolitiker oder eine andere Bundespolitikerin, dann ist das ein bisschen zu kurz gedacht. Und natürlich auch ein Narrativ, was von chinesischer Seite gern und absichtlich und aus guten Gründen auch gepusht wird. Das ist zu gefährlich und macht hier nicht so viel Wind. Und das ist aber nicht so ganz stimmig. Und das ist was ich ganz häufig beobachte, dass da auch einfach ein gewisses Unwissen herrscht. Das meine ich jetzt nicht auf den Herrn, der die Frage gestellt hat. Ich bin mir sicher, dass der sehr gut informiert ist. Nur ich möchte nicht, dass es in diese Richtung verstanden wird. Aber so gerade wenn ich an Zeitungsartikel denke oder an so Diskussionen, die irgendwie wo auch immer stattfinden, dann ist das häufig ein Problem. Und das macht natürlich dann auch immer eine Flanke auf für jede Art von Propaganda und Einflussnahme seitens der Volksrepublik. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es mir nach, wenn nicht jede Frage gestellt werden kann, weil wirklich sehr viele Fragen reinkommen. Das finde ich auch sehr gut. Auf jeden Fall machen Sie bitte weiter so. Aber auf jeden Fall müssen wir auch noch ein Thema ansprechen. Iris Müller hat es ja am Anfang gesagt, dieses RCEP-Abkommen, dieses Regional Comprehensive Economic Partnership. Also ich musste auch auf meinen Spickzettel gucken, damit ich das einigermaßen hinkriege. Und erstmal Sibo Janssen, was ist das eigentlich, dieses RCEP? Das größte Freihandelsabkommen der Welt mit 14 beteiligten asiatischen Staaten, wesentlich initiiert von China, ganz klar auch durch China geprägt. Aber interessanterweise ist, oder vielleicht auch nicht verwunderlicherweise, ist Taiwan nicht dabei.
Taiwan ist sozusagen außen vor, aber man hat sehr viele andere asiatische Staaten mit reingenommen. Und das ist natürlich eine richtige Konkurrenz jetzt auch in dem Kontext, dieser asiatische Raum zu den USA, zur Europäischen Union, das muss man schon sehen. Und ich denke, China wird alles versuchen, um seinen ökonomischen Einfluss natürlich über dieses Freihandelsabkommen, aber auch seinen politischen Einfluss in dieser Region mit diesem Abkommen weiter zu verstärken. Davon kann man sicher ausgehen. Und die Frage ist natürlich, wie lange das sozusagen gut geht. Aus dem simplen Grunde, weil es natürlich durchaus auch Staaten gibt, die die Vormacht dort in der Region kritisch sehen. Und man muss sehen, wie sich das entwickelt. Aber wenn es Erfolg hat, ist es meines Erachtens durchaus ein enorm starkes und auch wesentliches Freihandelsabkommen, das man kann ruhig sagen, wahrscheinlich das Stärkste der Welt sein wird. Anna, jetzt hat Sibu ja darauf hingewiesen, Taiwan ist ja in diesem weltgrößten Freihandelsabkommen nicht dabei. Wie wurde das überhaupt aufgenommen in Taiwan? Ja, also Begeisterung sieht anders aus, ich meine so. Aber damit, es hat jetzt auch niemanden überrascht, das war ja von Anfang an klar. Die Zeitung und auch die Regierung waren dann sehr schnell bemüht zu sagen, naja, also kommen auch sehr gut ohne das aus, es funktioniert schon. Es ist aber de facto so, dass ich glaube 57% des Bruttoinlandsproduktes am Export hängen. Von den Ausfuhren sind irgendwie, ich glaube, 60-70% gehen dann auch in RCEP-Staaten. Und 60% werden von diesen Staaten importiert. Also das ist schon ein Problem. Positiv, denn ich meine, ne, so Kopf in den Sand stecken hilft ja nichts. Von den Gütern, die Taiwan ausführt, habe ich vorher schon erwähnt, sind 70% Dienstleistungen IT-Erzeugnisse und laut WHO-Regeln sind darauf so oder so keine Zölle fällig. Das heißt, da fällt es dann nicht so sehr ins Gewicht. Was wird das bedeuten für die taiwanische Wirtschaft? Die werden sich noch weiter auf das verstärken, was sie sowieso können und wo RCEP nicht so sehr ihnen ein Bein stellt, also dass sie sich in die Bereiche Smart Manufacturing und digitale Technologien weiter da verstärken werden und natürlich sich enger und mit den USA verbinden, die ja auch nicht da dabei sind. Mhm. Anna, ich möchte gerne auch eine weitere Frage von Wilhelm Taurel an dich stellen. Und zwar jetzt, warum gibt es denn den Innovation- und Digitalisierungshub in Taiwan, aber nicht in Shanghai oder in Shenzhen? Mhm. Das hat einen technischen Grund und einen inhaltlichen Grund. Also vielleicht erstmal der technische Grund, der vielleicht sogar der wichtigste ist. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat keine Büros in der Volksrepublik China. Wir hatten eines bis, ich glaube, 96. Und dann wurden wir höflich aufgefordert, das Land zu verlassen und nicht wiederzukommen. Der Grund dafür war, dass die Stiftung damals eine große Konferenz für die Unterstützung der Tibeter gemacht hat, damals noch in Bonn. Der Dalai Lama war eingeladen, das stieß auf chinesischer Seite nicht auf große Gegenliebe und das war dann die Reaktion darauf und seitdem hat die Stiftung keine Büros in der Volksrepublik. Wir hatten das in Hongkong, weil ein Land, zwei Systeme, da war das möglich, da waren wir ordnungsgemäß registriert und haben da ganz legal operiert. Aber in Peking, Shanghai oder Shenzhen ist es deswegen für uns schlichtweg nicht möglich, ein Büro zu eröffnen. So, das ist also der technische Grund. Dann aber natürlich auch der inhaltliche Grund. Wir haben ja nicht nur Taiwan genommen, weil es da halt irgendwie geht. Also da gäbe es ja auch noch viele andere Länder und Städte, wo man sich für diese Themen hinsetzen könnte. Seoul fällt mir spontan ein. Der Grund ist aber, dass für die Themen, die wir bearbeiten wollen, insbesondere Innovation für Demokratie und Emerging Technologies, Fokus auf Digitalisierung, Taiwan einfach ein besonders geeigneter Standort ist. Gerade Innovation für Demokratie, digitale Demokratieförderung, da können wir richtig, richtig viel lernen. Da gibt es ganz tolle Projekte, ganz tolle Ansätze und da ergibt es einfach Sinn, dass wir uns dann an diesen Ort begeben und da vor Ort sind. Ja. Bevor wir zum wichtigen Thema Hongkong kommen, da kann man ja quasi gar nicht dran vorbei. Noch eine Frage zum Themenbereich Wirtschaft, aber jetzt gar nicht zum RCEP, sondern zu dem Investitionsschutzabkommen, was mit China
geschlossen wurde von Seiten der EU. Und man sagt ja, dass Frau Merkel da eine treibende Kraft dahinter war, also die deutsche Ratspräsidentschaft und vor allen Dingen auch sie persönlich. Und da würde ich gerne mal Simo fragen, hältst du diese, ja, das ist ja quasi eine Annäherung, von der wir auch gesprochen haben, für einen Fehler? Ist das eine Gefahr? Es ist schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, dass es verkehrt ist. Man muss sehen, wie sich das entwickelt. Also was wir China abgetrotzt haben, sind ein paar Arbeitsrechtsbedingungen für die Arbeitnehmer in China, dass dort bestimmte Standards eingehalten werden sollen. Das ist zwar alles butterweich formuliert, aber immerhin hat man das erste Mal überhaupt so etwas wie ein Abkommen, wo man auch darauf hinweisen kann und sagen kann, pass mal auf, liebe Chinesen, ihr habt das und das unterschrieben. Wir schauen auch darauf, dass das eingehalten wird. Ob man das faktisch dann macht, ist wieder eine andere Frage. Aber ich finde es einen Schritt in die richtige Richtung. Ob ich jetzt sagen würde, das Abkommen ist insgesamt gelungen, dafür bin ich zu wenig Volkswirt, zu wenig Ökonom als Politologe und Historiker, um das beurteilen zu können. Also ich persönlich würde sagen, es wäre ein Schritt in eine Richtung, die ich mir vorstelle, dass man eben über Abkommen, dass man über Verträge eben versucht, möglichst viele Wertvorstellungen, die auf Menschenrechten, auf Schutzrechten basieren, in China zu implementieren. Und wenn die Chinesen sich dann dran halten, dann ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad ein Fortschritt. Ob es so ist, müssen wir dann sehen. Ich habe da auch meine Zweifel, aber ich kann es halt im Moment noch nicht beurteilen, wie es sich faktisch auswirken wird in China. Ich hoffe, dass da eine gewisse, zumindest in den arbeitsrechtlichen Bedingungen, eine gewisse Veränderung dann stattfindet. Anna, was glaubst du, ist das speziell auch für Taiwan eine Gefahr, weil Taiwan mal wieder außen vor ist und gar nichts zu sagen hat? Also dieses Investitionsschutzabkommen, das sollte ja vor allem auch darauf abzielen, dass man ein bisschen mehr Augenhöhe da herstellt. Und Sibo hat gerade erwähnt, die arbeitsrechtlichen Standards, die man da jetzt implementiert haben möchte. Du hast schon gesagt, das ist alles windelweich formuliert und das ist auch das, was mir vor allem aufgefallen ist. Also zum Beispiel zum Thema Zwangsarbeit ist, glaube ich, die Formulierung sowas wie, China wird Anstrengungen unternehmen, dieser Konvention beizutreten. Also arg viel weicher geht es ja nicht. Anstrengungen unternehmen, was heißt denn das jetzt genau? Also so, Und da deswegen ist eine Frage... Milde gelächelt drüber. Das ist schon so ein bisschen eine Frage, die sich mir da stellt, so eine Abwägung. Ne? Sagt man jetzt, man will lieber ein bisschen was steuern als gar nichts? Ein bisschen irgendwie was gleicher machen? Oder sagt man, damit macht man sich vielleicht ein bisschen zu sehr zum Feigenblatt, ne? Dass man sagt, naja, die Chinesen sagen, wir haben doch hier unterschrieben und ist doch jetzt irgendwie alles einfach. Ich glaube tatsächlich, dass die Zeit es zeigen wird, womit, mit welchen Paragraphen wie umgegangen wird. Stichwort auch irgendwie Reziprozität, Stichwort Marktzugang, Stichwort irgendwie Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerinnen. Aber vom Hocker gehauen hat mich das nicht. Und die Gefahr für Taiwan, die mal wieder außen vor sind, die meisten Dinge, die bis jetzt noch in China hergestellt werden, sind nicht die, mit denen Taiwan Handel treibt. Es ist natürlich ein weiterer Schlag, dass man sagt, naja, und was ist mit uns? De facto ist es aber auch so, dass so ein Abkommen mit Taiwan gar nicht unbedingt so notwendig ist, weil da der Rechtsstaat sehr viel besser funktioniert. Und auch wenn man, also Deutschland zum Beispiel, erkennt Taiwan nicht als Staat an, die Republik China, aber hat trotzdem ein Doppelbesteuerungsabkommen. Muss man alles mal hinkriegen. Aber das sind ja alles irgendwie so Gradmesser dafür, was möglich ist und wo man keine extra sonstigen Investitionsschutzabkommen braucht und was auf der anderen Seite eben vielleicht dann angesagt ist. Also ja, komm, ich plädiere ja immer für das Lieferkettengesetz, nicht? Ja, okay, aber das führt uns jetzt zu weit, weil wir wollen auf jeden Fall, entschuldige Sibo, dass ich dich unterbreche, mache ich wie immer leidenschaftlich gerne, aber wir wollen noch zum wichtigen Thema Hongkong auf jeden Fall kommen, da kann man ja überhaupt nicht dran vorbei. Und Sibo, jetzt darfst du, Hongkong ist ja ein Trauerspiel. So, eigentlich müsste man das ja mit Ausrufezeichen versehen, aber ich frage dich mal, also mit Fragezeichen ein Trauerspiel vor unseren Augen, was passiert da eigentlich? Was ist da los? Also im Grunde hatte man ja diesen Sonderstatus und kannst du dem Rechtlichen wahrscheinlich mehr sagen als ich, Anna, aber man hat ja sozusagen mit der Unabhängigkeit beziehungsweise mit dem Ende der britischen Krone
Kolonie, wie sie immer so schön hieß, Hongkong 1997, ja, ein Abkommen mit China geschlossen, dass Hongkong im Grunde zwar zu China gehört, aber eine weitgehende Souveränität genießt. So, das ist ja auch lange Zeit eingehalten worden. Jetzt haben wir aber ganz aktuell die Situation, dass es eben den Versuch gab, ein Gesetz zu implementieren in Hongkong von Seiten der Regionalregierung in Hongkong, Carrie Lam, die letztendlich eine Auslieferung von mutmaßlichen Straftätern nach Zentralchina sozusagen vorsah. Dagegen hat es massive Widerstände gegeben von Seiten von Teilen der Bevölkerung. Und natürlich ist, das muss man ganz klar sagen, dass ein Versuch der Regionalregierung, den Einfluss Chinas langsam, aber stetig neben anderen Maßnahmen in Hongkong zu stärken und im Grunde diesen Sonderstatus von Hongkong aufzuweichen. Das ist die eine Seite der Sache. Also ich sehe sehr klar, dass dort versucht wird, diesen Sonderstatus ein Stück weit mittelfristig komplett zu liquidieren. Das heißt, Hongkong wird Teil Chinas. Auf der anderen Seite, die Kritik sei mir an dem Punkt auch gestattet, ich fand einen Teil der Opposition, die sich dort gebildet hat, nicht besonders hilfreich für diesen Protest. Und zwar in dem Moment, wo es wirklich auch von Seiten eines Teils, ich sage nicht von allen, aber von einem Teil der Demonstranten massive Gewalt gegeben hat. Und da muss man keine chinesischen Propagandasender gucken, die es leider auch massenhaft gibt, sondern man konnte das auch im deutschen Fernsehen sehen, auf CNN sehen, dass Leute da mit Armbrüsten, mit Pfeil und Bogen, mit Molotow-Cocktails etc. vorgegangen sind, wo ich sagen will, das ist, glaube ich, eine Verschärfung der Situation, die auf so einer kleinen, und das ist ja nun letztendlich auch ein kleiner geografischer Raum, das Leben nahezu unerträglich macht. Ich halte es eigentlich für sinnvoll gehalten, wenn man von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft sich sehr klar für die friedlichen Proteste ausgesprochen hätte, die es ja auch gegeben hat und die aber im Grunde in dieser Konfrontation, wie das häufig so ist, dass die moderaten Kräfte, die friedlichen Demonstranten im Prinzip zwischen diesen Polen zerrieben werden. Ich hätte mir gewünscht, dass man dort stärker diese Kräfte unterstützt hätte, moralisch und ganz klar gesagt hätte, was dort in Hongkong passiert, kann so nicht durchgehen von Seiten der chinesischen Regierung. Auf der anderen Seite aber sehr viel klarer, als man das getan hat, auch Gewalt auf beiden Seiten verurteilt. Das ist meines Erachtens nur sehr unzureichend stehen. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Gandhi gewünscht und ein bisschen weniger Radikalität. Ich würde gerne an dieser Stelle die Maria im technischen Support bitten, die dritte Umfrage einzuspielen, bei der es um ein mögliches Einschreiten Europas geht. Und zwar, China dehnt seine ganze Macht auf Hongkong aus. Wird Europa einschreiten, zum Beispiel mit Sanktionen? Ihre Antwortmöglichkeiten? Ja, auf jeden Fall. Nein, das traut sich Europa nicht oder kann sich nicht trauen. Oder Enthaltung. Wir sind gespannt, wie Sie abstimmen werden. Ich würde aber gerne in der Zwischenzeit die Anna fragen. In dieser schwierigen Lage ist jetzt ausgerechnet die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die sie heißt, weggegangen aus Hongkong. Also da war die Stiftung doch vielleicht ein bisschen feige, oder? Hätte die Stiftung nicht vielleicht ein Zeichen setzen sollen? Wir bleiben hier. Es hätte sicherlich gute Schlagzeilen gegeben, die Stiftung für die Freiheit bleibt hier, aber darum geht es ja nicht. Also wir sind ja nicht da als Selbstzweck oder irgendwie für schöne Pressefotos, möglichst noch irgendwie einer verhört und dann gibt es irgendwie noch ein tolles Foto davon. Also das ist nicht das, was wir machen und das ist auch nicht das, wofür wir stehen, sondern die Dinge, was wir überlegt haben, als wir diese sehr schwere Entscheidung getroffen haben, ob wir da jetzt bleiben können oder ob wir jetzt gehen müssen, wie es ja dann schlussendlich auch herausgekommen ist, da ging es uns darum, wie die Rahmenbedingungen sind und was das da vor Ort bedeutet. Denn dieses Büro besteht ja nicht nur aus der entsandten Person, die von Deutschland aus geschickt wird und die einen schönen europäischen Pass hat, sondern wir haben da ja auch lokale Mitarbeiterinnen und lokale Mitarbeiter. Und dieses Gesetz ist auf eine Art und Weise formuliert worden mit Straftatbeständen, die wir als sehr gefährlich erachtet haben. Also, ich mache mal ein Beispiel. Dinge, die verboten sind, ist für fremde Mächte tätig sein. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist in Deutschland auch nicht erlaubt. Ja. Dann gibt es aber eine Definition, was sind denn alles ausländische politische Organisationen
Und da fällt eine Stiftung, haben wir in unserer Interpretation das so gesehen, dass wir als politische Stiftung, die wir nun mal einfach sind, auch unter diese Definition fallen, obwohl wir nicht kein Interesse daran haben, Wahlen zu manipulieren oder sonst irgendwas zu machen, sondern unsere ganz normale Arbeit machen. So, und damit ist das gefährlich per se. Denn die Mitarbeitenden, die für uns arbeiten, erhalten von uns Geld, Gehaltszahlung nennt man das, und damit erfüllen sie aber die Definition eines ausländischen politischen Agenten, weil sie Anweisungen entgegennehmen, wenn wir sagen, wir organisieren auch mal bitte diese Veranstaltung und Geld von uns entgegennehmen, hier ist dein Gehalt für den Monat Mai. Und das ist in besonders schweren Fällen mit lebenslänglicher Haft auch in der Volksrepublik China strafbar. Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass wir so wichtig sind, dass alle Mitarbeitenden der Naumann-Stiftung postwendend eingesackt werden und lebenslänglich nach Sibirien oder in die Innere Mongolei verschickt werden. So viel Hybris habe ich nicht. Aber es ist eine Frage von Risiko, und wir haben eine Abwägung gemacht und haben uns schweren Herzens sind wir zur Entscheidung gekommen, dass wir das Risiko für zu groß einhalten und wir die Freiheit unserer Kolleginnen und Kollegen nicht aufs Spiel setzen wollen, indem wir heroisch vor Ort bleiben und unsere Arbeit weitermachen. Ich möchte das dezidiert nicht als Kritik an den anderen politischen Stiftungen verstanden wissen, die da auch noch vor Ort sind. Die haben eine andere Situation. Wir als Naumann-Stiftung, ich habe schon erwähnt, wir sind ja auch nicht in der Volksrepublik vor Ort. Wir haben da sozusagen schon einen schwarzen Strich. Das ist bei den anderen nicht so. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen zu unserer Risikobewertung. Aber leicht ist es uns nicht gefallen. Also diese Gesetze, mit der man angeblich diesen Einfluss ausländischer Agenten immer wieder betont, das ist natürlich etwas, was totalitäre Regime sehr gerne machen. Das macht Russland genauso. Genau. Und da haben wir die gleiche Problematik im Prinzip. Und das machen auch andere totalitäre Systeme. So Saudi-Arabien hat, glaube ich, auch so einen Paragraphen. Ja. Das heißt, alle die keine Kritik wollen, die keine ernsthafte Auseinandersetzung wollen, die haben einen solchen Paragraphen. Das muss man auch nochmal sehr deutlich betonen. Genau, also innovativ ist das nicht, sondern nur gut abgeschrieben. Ja. So, inzwischen haben wir das Ergebnis der Umfrage da. Also China dehnt seine ganze Macht auf Hongkong aus. Wird Europa einschreiten, zum Beispiel mit Sanktionen? Ja, auf jeden Fall. Das glauben 7%. Nein, das traut sich Europa nicht, sagen 88%. Sibo Jansen, traut sich Europa mal wieder, muss man ja sagen, nicht? Nochmal, ich kann es nur nochmal wiederholen. Was ist Europa? Es gibt keine einheitliche, klare außenpolitische Linie diesbezüglich. Es gibt auch niemand ein klares Verhältnis zu Russland. Es gibt kein klares Verhältnis zu China in Bezug auf die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir haben es da mit 27 Einzelinteressen zu tun. Und natürlich kommt am Ende des Tages immer bei diesen 27 Einzelstaaten ein Kompromiss raus, wenn man sich auf irgendetwas ein, aber der wird wahrscheinlich China nicht weiter interessieren. Und da ist eben der große Punkt, dass es eine Reihe von Staaten gibt, die verhindern werden, dass es wirklich zu einer klaren Verurteilung Chinas diesbezüglich kommen wird, weil die eben tatsächlich schon Interessen mit China teilen, beziehungsweise weil China sich schon in diesen Staaten eingekauft hat. Und ich denke, das ist tatsächlich ein großes Problem. Es gibt halt zu wenig, tragischerweise, ich kann das nur immer wieder betonen, tragischerweise zu wenig gemeinsame außenpolitische Handlungsgrundlage für die EU oder in der EU. Also man kann der EU da auch keinen Vorwurf machen, sondern es sind die 27 Mitgliedstaaten, die verhindern, dass es da einheitliche Positionen gibt. Ich möchte an dieser Stelle einen Kommentar von Franz-Peter Staudt vorlesen. Was sollen Sanktionen denn bringen? Nein, keine Sanktionen, das hat nichts mit Feigheit zu tun. Also ich persönlich würde natürlich genau gucken, wie man Sanktionen erlässt. Also ich finde zum Beispiel die Idee, dass man sagt, hohe Funktionäre des Parteiapparats in China werden sanktioniert. Vielleicht wird Frau Lamp und ihr Kabinett sanktioniert, Kabinett in Anführungsstrichen etc. Das wären Maßnahmen. Ich würde jetzt auch nicht für Sanktionen plädieren, die jetzt die gesamte chinesische Bevölkerung treffen, weil das ist kontraproduktiv, das führt dann eher dazu, dass es so ein Rallying around the President gibt, wenn man das so schön nennt. Das heißt also, man versammelt sich eher nochmal hinter dem Führer, man versammelt sich hinter sozusagen den entsprechenden politischen Führern. Das ist kontraproduktiv, aber Sanktionen zielgerichtet, wie man das auch im Falle Russlands in Bezug auf die Ukraine gemacht hat, einzelne Amtsträger, einzelne hohe Funktionäre zu sanktionieren, Konten einzufrieren etc., das halte ich für einen guten Weg, um Druck auszuüben. Mhm.
Und wenn ich da eine Anekdote einstreuen darf, da ich habe ein Interview gelesen mit Frau Lam, die ja von amerikanischer Seite schon mit Sanktionen überzogen ist und die deswegen gerade kein Bankkonto haben kann. Das sollte, glaube ich, ich glaube, das sollte Mitgefühl erwecken, dass sie jetzt ihr Gehalt in Bar bekommt und dass das irgendwie ganz umständlich sei, wie sie das dann von A nach B transportiert. Die arme. Okay. Ja, Anna, an dich noch die Frage, das schaffen wir noch, von Sven Meyer-Ahrens, der fragt, hätte es nicht eine Möglichkeit gegeben für die Stiftung, in anderer Weise in Hongkong vor Ort bleiben zu können, zum Beispiel mit mehr ausländischen Mitarbeitern? Ich finde es schwierig, wenn die Naumann-Stiftung abzieht, aber andere Stiftungen zumindest für den Moment bleiben. Also das, was andere Stiftungen machen, das ist Gott sei Dank in deren Verantwortungsbereichen. Ich bin mir sicher, dass unsere Kolleginnen und Kollegen das nicht leichtfertig entscheiden, genauso wie wir nicht leichtfertig entschieden haben, dass wir gehen. Möglichkeit für die Stiftung, mit mehr ausländischen Mitarbeitern da zu bleiben, es ist auf dem Papier ist das möglich, aber de facto ist das ganz schön kompliziert, weil wir, jetzt geht es um die Inner Workings of a Foundation, weil wir Stellenpläne haben und da wird Geld zugeteilt für dieses und für jenes und das hätte es klingelt auch gemacht. Schon der Smörebrot-Koch. Ja, ja, insofern bin ich aber sicher, Anna, dass ihr dann eben von Taiwan die Flagge der Freiheit, wollen wir mal ein bisschen pathetisch werden, hochhaltet. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, dass Sie so zahlreich dabei waren und gleichzeitig nochmal entschuldigen, dass ich viele Fragen jetzt hier nicht stellen konnte. Ja, ich denke, das wird ein Thema sein, was uns ganz sicher weiter beschäftigen wird, sei es China, sei es Hongkong, sei es Taiwan, das viele ja noch gar nicht so gut kannten. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Die Iris hat es am Anfang gesagt, ein ganz anderes Thema. Da geht es um Jugend bzw. Jugendliche und ihr Engagement. Es wurde ja immer gesagt, Jugendliche sind desinteressiert, aber das ist mittlerweile ja ganz anders. Und da wollen wir so ein bisschen schauen und auch mit Vertretern dieser Generation Z reden, mit zwei Vertretern. Und insofern haben wir das nächste Mal beim nächsten Mal zwei Gäste und freuen uns darauf. Anna, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und wir drücken dir die Daumen. Alles Gute für Taipei und eine gute Zeit da auf jeden Fall. Genau. Ja, und an Sie, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Auf Wiedersehen.